Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 2.5.2023. Und die letzten Tage waren etwas nass. Die Wale haben hier viel Wasser verspritzt, aber der Weg ging konsequent nach oben. Ich denke, die Treppe, das Bild spricht hier wirklich für sich. Für die letzten Tage, die wir gesehen haben, wir haben einen sehr, sehr hohen Tagesschluss, wir haben einen sehr, sehr hohen Wochenschluss. Wir haben den höchsten Monatsschluss des Tages, des Jahres, des höchsten Wochenschluss des Jahres, den höchsten Tagesschluss des Jahres gesehen. Unser DAX hat sich gut gehalten, ist am Vortag deutlich tiefer rumgegangen. Wir hatten darüber gesprochen, er müsse eben über 900 raus, er müsse eben an der 900 auch wirklich vorbei, er müsse da mal drüber, um eben rauszukommen. Wenn er wieder bloß an der 900 abgeklatscht wird und unter 850 zurückfällt, wird er nicht drum rumkommen, nochmal bei 700 vorbeizukommen und kann aber von dort auch steigen. Erinnert euch, das war die Analyse für den Freitag. Das haben wir im Schnelldurchlauf gesehen. Ich hätte das gar nicht erwartet, dass er das am Freitag überhaupt so zügig durchgearbeitet bekommt. Ich hätte eher erwartet, wenn er sich Freitag hier auf die 700 runterstürzt oder sogar eher, dass er sich Freitag nur unter 850 wirft, dann den Montag hier in die 700 wieder reingeht und über den Dienstag raussteigt. Er hat das jetzt alles schon am Freitag verarbeitet bekommen. Ist aber auch okay. Ist vollkommen legitim, die Range einmal von oben nach unten und von unten nach oben durchlaufen und jetzt eben draußen geschlossen. Und damit eigentlich auch diese positive Haltung bestätigt, die wir hier immer mitgegeben haben. Aber es ist eben jetzt auch wichtig, hier dran zu bleiben, denn wir haben hier oft über diese mangelnde Trenddynamik gesprochen, dass die neuen Hochs immer wieder verkauft wurden. Und alles, was jetzt natürlich die Käufer dieser Zone nicht sehen wollen, ist, dass der Markt wieder scheitert an einem neuen Hoch. Weil wenn er jetzt wieder scheitert, nachdem er so eine lange, schöne Konsolidierungsphase gemacht hat, die ja eigentlich immer gerade gut dafür ist, einen Markt wieder in Trendrichtung aufzubringen. Ne? Also das wissen Käufer wie auch Verkäufer wissen das. Wenn der Markt so lange zur Seite schiebt und er schafft dann neue Hochs rauszudrücken, dann läuft er auch ein paar Punkte. Ja? Das heißt, die Verkäufer halten sich dann mit ihren Verkäufen zurück, die Käufer hauen eben ein bisschen mehr auf die Tube und da kommt wieder ein bisschen Trenddynamik rein. Wenn aber jetzt hier ein Fehlsignal entsteht und der Markt wirft sich zurück, dann ist das Enttäuschung und Enttäuschung macht sich dann mit Verkäufen klar und dann ziehen sich die Käufer zurück. Vielleicht sogar die Käufer aus der Zone, die dann sagen, na komm, dann scheiß drauf, dann erstmal Safety First halt, ne? Ist auch my sell and go and way, kommt nicht von irgendwo her, auch wenn ich persönlich das nicht so auslegen würde, sondern eher als eine Zeitraumperspektive zu sagen, okay, die Sommermonate drüber investiert zu sein auf Aktienebene ist nicht immer dankbar, ja, wenn man gute Gewinne gehabt hat, jetzt über die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monate vielleicht sogar, dass man vielleicht auch Gewinne mal mitnehmen kann. Da bin ich durchaus ein Freund von, aber ich bin kein Freund von, das jetzt auf den 1. Mai oder auf Anfang Mai festzumünzen, weil ich eben einfach zu oft sehe, dass wir im Juni oder gar Juli, manchmal sogar noch im August neue Allzeithochs oder neue Hochs schlagen. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan zu sagen, okay, jetzt ist Mai, jetzt muss der Markt einbrechen. Also das klappt zu selten. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir es überhaupt mal irgendwie so richtig so gesehen haben, dass man einen richtigen Mai-Abverkauf gehabt haben. Wenn ich an Mai Monate zurückdenke, sind die eigentlich immer eher positiv verlaufen. Aber gut, was ich eigentlich sagen will, ist, wenn aber trotzdem ein Fehlsignal kommt, da kommen wir her und der Markt stürzt sich runter. Wäre für mich jetzt die 8,50 nochmal so ein Punkt, wo er sich das nochmal anders überlegen kann. Ja? Also wenn er zum Beispiel jetzt hier einen Abwärtsgap macht auf die 900 und er steuert die 8,50 zum Montag dann relativ früh an, dann hat die 8,50, 8,40, da an dem Dreh rum 8,30 durchaus das Zeug, den komplett schnell in den Gap Close zu drängen, auf dem Freitagsschluss 9,50, 9,60 hier, wieder zack rein. Und dann schiebt es den durch. Dann schiebt es den durch auf die 16,20 und bestimmt sogar schon bis zu 16.100, weil er eben jetzt in eine Auflösung geht, wenn er positiv performt. Wenn der Markt positiv performt und eine 8,50 im Falle eines Abwärts geht, gut nach oben wieder in den Gap Plus treibt, hat er das Zeug, oben rauszusteigen. Steigt er direkt oben raus, drückt sich weiter über 69 raus, hat er auch das Zeug, direkt weiter durchzuziehen. Bis gut und gerne schon 16.100 am Montag. Das ist realistisch. Ja, wir haben einen super Ausgangstag und eine super Verfassung, um das zu machen. Mir würde nicht gefallen, wenn wir wirklich eklatante Schwäche sehen von Anfang an. Auch, ich sag mal, nach 10 Uhr noch, nach 11 Uhr noch immer schwach auf der Brust der DAX. Wenn wir einen unter 8,50 markant sehen, wenn er auch zum Beispiel noch eine 800 reißt, wäre das für mich eher ein Argument, dass er im Wochenverlauf unten raus fällt.
und hier einen Fehlausbruch zurücklässt, würde ich aber auch erst dann antraden. Das heißt, ich würde den Montag tatsächlich mein Glück noch nicht auf der Short-Seite versuchen, sondern wirklich erst, wenn der mir das wirklich verpatzt jetzt hier, wenn er den Ausbruch verpatzt, weil für mich ist es jetzt ein Ausbruch und den würde ich nach oben raustraden. Ansonsten denkt bitte dran, ich habe das auch an den Kommentaren am Freitag schon wieder rausgelesen, dieses Edgy-Badgy, du hast gesagt, der Markt steigt und jetzt ist der Markt gefallen, Badgy-Badgy-Badge. Wie soll ich sagen, wie soll ich anfangen? Ihr wollt das von mir, deswegen guckt ihr die Videos, ihr wollt von mir eine Einschätzung, ihr wollt von mir A, eine neutrale Bewertung des Marktes, dass wir wirklich durchgucken, wo liegen die Marken, welches Risiko hat er, was kann er erreichen, aber ihr wollt eben auch aktiv von mir wissen, was würde ich bevorzugen. Also sage ich das. Dann peile ich mich dafür nicht aus, sonst sage ich es nicht mehr. Dann behalte ich einfach für mich. Dann sage ich, shortet doch jetzt das Ding tot. Dann geht doch Short alle. Macht doch alle euer Short. Dann nehme ich mir die Longs und setze mich hinterher und lache alle aus. Das bringt da auch nichts. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und so kann ich sagen, okay, kann ich dann hier euch auch sagen, ey, ich sehe, es haben momentan viele Probleme, die eben auf Short-Seite unterwegs sind. Es haben keine Probleme, die auf der Long-Seite traden. Alle, die bei mir dranhängen, die viel Long über den Tag suchen, die haben keine Probleme momentan. Die Leute, die hier kurz vorm Aufhören mit Trading, mit solchen Gedanken spielen, das sind die, die hier die ganze Zeit Short drin rumkrabbeln. Also stelle ich mich hin und sage Short. Dann nehmt das bitte nicht persönlich, nur weil ihr selber den Markt aber tiefer haben wollt und sagt, naja, was ist das für ein Vollidiot dort? Warum soll ich hier nicht Short gehen? Ich versuche einmal bloß wiederzuspiegeln, was sehe ich? Was sehe ich bei meinen Leuten? Wie würde ich es für richtig halten? Ja, in guter Absicht, euch hier einfach einen Mehrwert zu geben. Das könnt ihr nutzen oder das könnt ihr nicht. Aber bitte nicht mit diesem Edgy-Badgy, du hast da falsch gelegen. Ja, das brauchst du nicht. Das brauchst du wirklich nicht. Ja, das einfach nochmal an der Stelle. Und ansonsten kann ich es nur so mitgeben, wie ich es gesagt habe. Ne? Also ich würde oberhalb, wenn der 8,50 nach oben dreht, würde ich eher mein Glück auf der Oberseite versuchen, rein in die 16,20, rein in die 16.100. Könnte mir gut vorstellen, dass das klappt. Würde aber auch eben dann erst long gehen, wenn ich entweder sehe, dass er sich A, super gut über 59 gehalten kriegt, wenn er sich super gut über 59 hält und gar nicht drunter ist am Tag, würde ich den ganzen Tag über long suchen, egal wann. Ja, oder wenn er eben früh schwach reinkommt und er stützt sich auf eine 8,50 oder sowas und dreht sich schnell nach oben, dann würde ich auch Long suchen. Ne? Schöne grüne Stundenkerze oder sowas. Das wäre mir schon genug, um dann einfach mal wieder probieren, in die nächste Bewegung rein und hier noch ein paar Punkte mitzunehmen. Sehe ich hier nur rote Kerzen drinne und viel Druck nach unten, dann bin ich auch nicht Long. Ja, also das sollte aber auch klar sein. Ja, also wenn nicht, dann einfach die Analyse nochmal anhören und nochmal und nochmal und nochmal. Wir haben eine positive Chartlage. Ja, das haben wir auch die ganzen letzten Tage immer wieder gesagt. Ich würde dann, solange wir eben keine Signale nach unten kriegen, eher mein Glück auf der Oberseite suchen. Ja, gut. Okay, dann soll es das soweit dazu sein. Dann mache ich hier die Analyse zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.